Also das Coolste am Job ist, die Jugendlichen dabei zu unterstützen in ihrer Perspektivenentwicklung bezüglich ihrer Ausbildungen. Das heißt, wenn sie ein Praktikum bekommen haben, eine Lehrstelle, und das bewegt dann einfach im Team und wir freuen uns mit ihnen. Also eine Einschränkung in diesem Job ist unter anderem, dass man sehr flexibel sein muss, den Tag planen und Termine können spontan einberufen werden oder auch einfach abgesagt werden. Und da sollte man auf jeden Fall den Überblick bewahren. Ich arbeite bei Jugend am Werk als Teamleitung im Jugendcoaching. Zum einen bin ich also als Teamleitung tätig, zum anderen bin ich auch ein paar Stunden im Jugendcoaching tätig. Und Jugend am Werk ist eine soziale Einrichtung, hat ganz viele unterschiedliche Projekte für Erwachsene, aber auch für Jugendliche. Also das Jugendcoaching ist ein Projekt, wo wir Schüler, Schülerinnen ab dem 9. Schuljahr Termine anbieten, um ihre Perspektiven der Ausbildung zu entwickeln, sie zu unterstützen, wenn sie dabei auch Hilfe brauchen, Orientierung, wie im Bewerbungsmanagement oder zu schauen, dass sie ein Praktikum bekommen. Das heißt, wir sind zuerst einmal in den Schulen vor Ort, aber bieten auch Termine in den Büros an. Es kann jetzt auch sein, dass Jugendliche bereits eine Lehrstelle begonnen haben und festgestellt haben, dass das nicht so passend für sie ist. Das heißt, sie brechen dann die Lehre ab und können natürlich bei uns ins Jugendcoaching kommen, um zu schauen, welche Alternativen gibt es. Die Aufgaben von der Teamleitung sind, zu schauen, dass es regelmäßig Teamsitzungen gibt, Intervisionen, Supervisionen, aber auch Vernetzungen zu den anderen Angeboten, wo wir dann schauen, dass die Jugendlichen gut aufgehoben sind. Also im Jugendcoaching ist es wichtig und auch als Teamleitung, dass man eine Ausbildung hat im psychosozialen Bereich, das heißt über die FH oder Universität, und dass man auch mit der Zielgruppe bereits Erfahrungen gesammelt hat mit den Jugendlichen, damit man auch ein Verständnis hat für deren Herausforderungen. Im Jugendcoaching ist es wichtig, ein Einfühlungsvermögen zu haben für die Jugendlichen und zu wissen, welche Themen sie bewegt. Als Teamleitung betreut man vor allem Wissensmanagement, braucht viel Organisationstalent und wichtig auch, dass das Team die richtigen Informationen erhält, dass man ein Ohr hat, welche Herausforderungen das Team derzeit hat und mit dem Team gemeinsam versucht, Lösungen zu finden.